Scalping, diese Trading-Art wollen wir uns in diesem Video einmal genauer angucken. Also, wo wir Trades wirklich nur einige Sekunden oder ein paar Minuten halten, um auch schon kleinste Kursbewegungen im Markt mitzunehmen. Bevor es jetzt richtig losgeht, noch ganz kurz die Risikowarnung. Ja, beim Scalping, wo wir Trades, wie gesagt, nur ganz kurz halten, spielen Daten aus der Wirtschaft gar keine Rolle und auch die Chartanalyse tritt deutlich in den Hintergrund, wenn auch nicht vollständig, wie wir uns ja gleich noch angucken werden. Und daher ist Scalping auch eine der spekulativsten Formen des Tradings, weil wir eben halt ab dem Moment, wo wir in einen Trade reingehen, für die nächsten Sekunden oder Minuten entscheiden müssen, steigt der Kurs oder fällt der Kurs. Wir gucken uns das, wie gesagt, ja gleich noch an. Während der Bekanntgabe wichtiger News aus der Wirtschaft oder von den Notenbanken sollte man übrigens nicht scalpen, da der Kurs hier wirklich sehr volatil sein kann. Also Scalper brauchen zwar auch Bewegung in den Märkten, aber da wir ja ganz kleine Kursbewegungen mitnehmen und die Position dann wieder schließen, bringt es uns nichts, wenn der Kurs wirklich ja, bei Veröffentlichung von News oder Wirtschaftsdaten oder von den Notenbanken Entscheidungen da richtig stark schwankt, ja, starke Kursausschläge haben, dann zerreißt es uns da auch den Stop-Loss. Die Trades werden, wie gesagt, sehr kurz gehalten und deshalb benötigt man auch ein größeres Kontoguthaben, damit es sich auch lohnt, zum Beispiel mal 10 Punkte im DAX zu closen, also die einfach mal mitzunehmen. Und Scalper traden in der Zeiteinheit M1 oder M5, also nicht wie ich jetzt hier zeige im D1, H4, sondern wirklich in den kleineren Zeiteinheiten. Wir switchen da einfach gleich mal rüber, in den kleineren Zeiteinheiten, wo ja, alle paar Minuten sich eine neue Kerze ausbildet. Grundsätzlich kann Scalping zu jedem Kurs im Markt angewendet werden, also wenn man jetzt irgendwo ist. Ja, man sollte aber nach Mustern suchen, wo man eine Aussage treffen kann, wie sich der Kurs ab diesem Moment, hatte ich eben schon mal gesagt, kurzfristig entwickeln könnte, also ab dem Punkt, wo du einsteigst, weil es in letzter Zeit auch schon öfter, weil er es auch in der letzten Zeit schon öfter gemacht hat. Ja, also es fällt zum Beispiel hier auf, auch wenn wir im M5-Bereich sind, dass wir hier auch eine Unterstützung haben. Das heißt, im Scalping in diesem Bereich könnte man dann kurz hier einsteigen, hier ein paar Pips oder im DAX sind es halt Punkte, ein paar Punkte mitnehmen und dann hier oben wieder aussteigen. Ja, also man sucht nach Punkten, nach Mustern. Hier ist es ja nochmal passiert, wo in der Vergangenheit Unterstützung war. Hier ist es auch passiert. Die ist natürlich nicht so. Ja, so stark wie in den oberen Zeiteinheiten. Hier sehen wir, hier sind wir wieder durchgegangen, von unten wieder angelaufen und und. Aber trotzdem, dieser Bereich ist schon so ein bisschen markant, finde ich. Es fällt auf, von unten kommt gegengelaufen, Widerstand ausgebildet, von oben kommt als Unterstützung. Und was auch auffällt, weil es ist ja hier im D1 noch eingezeichnet, es ist der 50er Fibonacci-Bereich aus einer sehr langen Kurshistorie im DAX, im D1-Chart. Selbstverständlich ist das hier auch im 50er dann noch eingezeichnet und wir sehen, hier der Markt, ja, um die 13.800 ist auch natürlich dann in den kleineren Zeiteinheiten eine starke Unterstützung oder Widerstandszone, um die es dann aber auch viel stärker schwankt, weil das sind ja dann auch immer nur ein paar Punkte, weil das sehr fein hier ist, weil wir im M5 sind. Es geht natürlich auch im M1, ja. Also das ist wichtig, dass man sich dennoch an der Chartanalyse orientiert. Die Wirtschaftsdaten sind ja ausgeblendet und zu sehr marktbewegenden Ereignissen sollte man dann auch nicht traden. Also die Chartanalyse ist immer wichtig, egal in welcher Zeiteinheit. Und auch hier der Moving Average könnte hier Anhaltspunkte geben. Aber es sind, wer unsere anderen Videos kennt, es sind halt andere Qualitäten von den Signalen als jetzt im D1-Chart. Ich will jetzt noch mal ganz kurz zwei Vorgehensweisen ansprechen, wie man auch Scalping machen kann, an welchen Punkten im Chart sich das Ganze auch teilweise anbietet und auch echt Spaß machen kann. Dazu switchen wir einmal ganz kurz in ein Paint-Bild, weil wir hier ein bisschen rummalen wollen. An starken Unterstützungen oder auch natürlich Widerständen kann Scalping besonders interessant sein und wie gesagt auch eine Menge Spaß machen, wenn im Markt sehr wenig Bewegung ist und sich kein Trend herausgebildet hat, den man traden kann und auch eben halt keine ausreichend große Range vorhanden ist. Also hier eben halt eine Bandbreite, wo man das normale Trading macht. Meinetwegen, wenn hier oben noch eine Linie wäre, und das sind jetzt hier 50 Punkte. Ja,
50 Punkte, dann der Kurs läuft irgendwie ein bisschen so, dann kann man hier oben halt oder hier unten halt immer schön einsteigen und dann auch längere Perioden hier innerhalb der Range dann mitnehmen. Also Scalping, wir brauchen wenig Bewegung im Markt und nicht so viel Volatilität. Und wenn wir keine kräftige Range haben, wie hier eben gezeigt, dann bietet sich das an, das an interessanten Punkten zu machen, also starken Widerständen, Unterstützungen. Und sinnvoll wollen wir das Ganze hier mal mit einem Beispiel uns angucken. Wenn der DAX zum Beispiel den ganzen Tag über um den Bereich 15.000 Punkte oder auch meinetwegen jeder andere markante Bereich und auch jeder andere Markt, das muss nicht der DAX sein, sich bewegt und der Handel sehr flach ist, weil am nächsten Tag zum Beispiel wichtige News von den Notenbanken anstehen und so weiter, dann kann man je nach Marktlage, wenn die 15.000 jetzt in dem Fall machen wir eine andere Farbe hier, wenn jetzt die 15.000 im Beispiel jetzt eine Unterstützung darstellt, dann kann man, wenn der Kurs jetzt hier in der Vergangenheit wirklich nicht viel Kursausschläge hat, immer wieder auch da angekommen ist, dann kann man hier in diesem Bereich oder auch wenn er schon ein bisschen höher ist, so in diesem Bereich, so um die 15.000 oder 15.010 eine Long-Position eingehen. Das heißt, man setzt hier dann auf steigende Kurse und würde ja kurze Bewegungen von 10, 20 Punkten würde man dann mitnehmen und hier den Kurs wieder schließen. Also wirklich hier an markanten Unterstützungen in dem Fall einsteigen und dann kurze Kursbewegungen nach oben mitzunehmen. Wenn jetzt die Marktlage anders ist, in dem Fall waren jetzt die 15.000 Punkte eine Unterstützung. Wenn es jetzt ein Widerstand ist, das heißt, der DAX schon den ganzen Tag hier sich so ein bisschen irgendwie an der 15.000 die Zähne ausbeißt, dann kann man natürlich auch diese Punkte hier zum Einstieg für eine Short-Position nutzen, das heißt hier auf fallende Kurse traden. Die 15.000 bietet sich dann jeweils als Einstieg für einen Short Trade an. Jetzt könnten einige ja auf die Idee kommen und sagen, okay, hier oben gehe ich in dem Fall dann Short und hier auf fallende Kurse und hier an diesen Punkten oder an diesem Punkt oder hier wieder an diesem Punkt würde ich wieder eine Long-Position eingehen bis zu dieser Widerstandszone hier, bis zu dem Punkt. So. Also wenn man die Basis 15.000 hier nimmt, dann sind diese Einstiege als Scalper hier oben natürlich mehr wert als die Einstiege hier unten jeweils in die andere Richtung. Weil man sieht es hier auch, ich habe es extra so eingezeichnet, wir hier immer mal wieder unterschiedliche Level hatten. Das könnte jetzt auch hier nochmal wieder hochgegangen sein, das hätten wir hier nochmal ein unterschiedliches Level. Also wir haben hier unterschiedliche Level, die natürlich eine andere Qualität haben als die Level hier oben bei der 15.000, wo wir dann auf Short gegangen sind. Also hier kann auch sein, dass der Markt dann nochmal weiter fällt, bevor er dann nochmal die 15.000 anläuft. Das heißt, diese Level für eine Long-Position, also für eine dann wieder auf steigende Kurse, sind nicht so geeignet aus meiner Sicht, wie dann die 15.000 anzunehmen. Also wir sehen hier bei interessanten Levels im Markt, wenn auch wenig Volatilität da ist, wenn der Handel insgesamt flach ist und wir keine ausreichende Range haben, dann kann man wirklich kurze Kursbewegungen mitnehmen. Wichtig ist, dass man eher an der Basis, um die sich der Markt dann den Tag dreht, einsteigt. Entweder auf steigende Kurse ab da oder wenn er von unten kommt, auf fallende Kurse ab da. Deswegen die Basis nehmen, alles andere ist dann etwas unsicher. Ja, und wie gesagt, das Ganze kann man natürlich in allen Märkten machen, nicht nur den DAX, auch in den Währungsmärkten, in den Rohstoffmärkten, bei anderen Indizes und natürlich auch zu anderen Punkten. Und ja, wie man diese Punkte findet, das hatte ich ja eben schon gesagt. Also es können die psychologischen Marken sein, 15.000 im DAX oder eine 100er Marke oder eine 500er Marke. Es können aber auch starke, also die 200-Tage-Linie sein, also der Moving Average, 200-Tage-Linie von unten oder oben anlaufend. Es kann der Fibonacci sein aus den höheren Zeiteinheiten. Also es gibt mehrere Punkte, die sich da anbieten, wo man dann aber auch sieht, okay, der Markt muss, der Handel muss flach sein. Es bringt jetzt nichts,
anfangen, in den Kursen zu scalpen, wenn wir doch wirklich sehr viel Bewegung haben, sehr viel Volatilität in den Märkten drin haben, dann macht es wenig Sinn. Dann lieber gucken, okay, bildet sich irgendwo eine Range, die ich mit normalen Trading machen kann und mal 50 Punkte mitnehmen kann und dann oben wieder auf Short gehen kann, wieder vielleicht 20, 30, 40, 50, 60 Punkte mitnehmen kann. Also das normale Range-Trading. Scalping ist wirklich, das müsst ihr euch immer so denken, in den unteren Zeiten halten. Ich halte den Trade nur ganz, ganz kurz. Ja? Ein paar Sekunden kann es sein. Ich nehme mal 10 Punkte im DAX mit oder ein paar Pips im Währungsbereich und gehe dann wieder raus. Und deswegen ist es halt auch so, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe. Genau, also man braucht dafür einfach ein entsprechendes Kontoguthaben, weil sonst lohnt sich das Ganze nicht. 10 Punkte im DAX, wenn man dann mit 0,1 Positionsgröße dabei geht, ist sicherlich selbsterklärend. Aber diese Sachen, also wenn jetzt zum Beispiel der DAX hier immer den ganzen Tag, weil morgen irgendwelche wichtigen Notenbankentscheidungen sind, hier rum sich bewegt, dann kann man wirklich eine Menge Trades machen und hier unten immer an der Basis einsteigen, auf steigende Kurse gehen und hier 10, 20 Punkte, was weiß ich, mitnehmen. Ja? Aber hier oben wieder auf Short zu gehen, obwohl das jetzt hier ziemlich einheitlich ist, muss ja nicht so sein, wenn das denn mal 20 Punkte Unterschied ist, ist eher. Ja, da sollte man mit Vorsicht genießen. Die Basis bietet da schon die höhere Qualität. Selbstverständlich kann es hier auch zum Breakout darunter kommen. Ne? Das ist ja nie etwas hundertprozentig. Okay, das jetzt mal ein paar Informationen zum Scalping. Viele von euch haben sich das gewünscht, weil es in den allgemeinen Videos bei uns ja eher um die höheren Zeiteinheiten geht, aber hier jetzt einfach auch mal Scalping in den unteren Zeiteinheiten. Aber es ist auch wichtig, sich an den Signalen aus den höheren Zeiteinheiten zu orientieren. Zwar Tagelinie, Fibonacci, generell wichtige Unterstützung, Widerstände der höheren Zeiteinheiten. Wir haben es eben gesehen im Chart, da bewegt sich der Markt dann auch drum. Und so kann man dann ja, kurzfristig ein paar Punkte mitnehmen. Scalper halten niemals Positionen über Nacht oder irgendwie wirklich längerfristig, sondern das ist eine ganz kurze, ganz kleine Geschichte. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Probiert das Ganze gerne mal an einem Demokonto aus. Demokonto findet ihr bei uns hier auf der Homepage tradingdusche.de sowie auch unsere kostenlose Trading-Ausbildung mit über 260 Videos. Schaut da gerne mal vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch, wir euch, wie immer sehr viel Erfolg beim Traden.